Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Enderal Entdeckungstour. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach allem hier. Genau, und ich wollte. Wir waren ja das letzte Mal in dieser Alt-Shogunshora. Wie auch immer das hieß. Und jetzt, ja, machen wir weiter und suchen die nächsten Eispranken. Magischen Symbole und schönen Plätze dieser Welt. Und irgendwann kann ich auch noch mal den ganzen Kram, den ich habe, verkaufen, glaube ich. Okay, scheinbar muss ich hier erstmal hoch. Bevor es weitergeht. Ey, das sieht nach einer sehr unüberwindbaren Mauer aus. Okay, das sieht alles sehr, sehr, sehr unüberwindbar aus. Das Problem ist halt, dass ich da irgendwie hin muss. Ich probier's mal über den ganz langen Weg vielleicht. Vielleicht hilft das. Wenn ich nicht auf den normalen kurzen hochkomme. So. Aber das wird ja auch nicht hier oben sein, ne? Sieht schon so eher aus, als wäre das da oben. Da muss ich wahrscheinlich eher einmal rum. Kann man auch mal machen. Oh, hier war ich noch nicht anscheinend. So. Schön. Aber auch mal. Könnte ich vielleicht andere zuerst machen? Oh nein, ich gehe von dieser. Ich kann nicht schnell reisen. Ich glaube, ich habe die Ward nicht aktiviert. Wieso sind hier so viele Bienen? Okay, auch gut. Das sieht doch mal sehr gut aus. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann müsste das irgendwo hier sein. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Hier oder dort. Nee, noch weiter da hinten. Aber zumindest auf dieser Landzunge, Bergzunge, Bergkammkette. So heißt das, glaube ich. Bergkamm ist das passendste, was ich dafür habe. Okay, immer noch nicht, aber wir kommen dem näher. Es wird alles deutlich einfacher, wenn wir quasi in den letzten 100 Symbolen sind. So, da hinten. So, 45. Genau, andersrum. Alter, Richtung dieses Schlosses ein bisschen. Dass ich da halt auch einfach noch nicht war, ne? Das ist halt so. Ja, ne? Kann man machen. Wir setzen sowas hin, es ist aber nicht questrelevant. So nach dem Motto. So, wo ist das hier? Da immer noch. Okay.
Wie komme ich da am besten hin? Ich würde sagen, indem ich erstmal die Wölfe bekämpfe. Ja. Dann wird das hier schon irgendwo sein müssen. Glaube ich. Ja. So. Oh, ich höre hier einen Wasserfall. Wasserfälle sind immer gut. Alter, weißt du, an was mich das hier erinnert? Es gibt in Gothic 3 zwischen dem, ich glaube, ne, Bergen hieß die Stadt nicht. Zu dieser Stadt, wo die ganzen, ja, diese Zentralsammelstelle von den ganzen Artefakten und dem südlichen Rebellengebiet. Da gibt es so einen Fluss und der sieht genauso aus wie dieser hier, sage ich euch. Hi. Okay. Gut. Ja, hier muss ich einfach nur den Berg hoch, vermute ich mal. Aber ich muss erstmal ganz nach rechts, um die erste der Eispranken einzusammeln. Die wird irgendwo da unten sein auf dem Weg, vermute ich mal. Hier auch, wo ich alles noch nicht war. Okay, aber ihm. Gut. Okay. Wow. Ja, viele. So. Das war doch ein Goldbeutel. Ich meine doch, hätte ich doch richtig gelesen. Der Pfad nehmen wir mit. Brief. Dunwar, ich weiß deine Bedenken zu schätzen, aber wie immer denke ich, dass du dir mal zu viel Sorgen machst. Großmeister Arantia persönlich hat die Mission abgesegnet und vergiss nicht, dass uns zwei Hüter des zweiten Siegels begleiten. Außerdem ist es eine gute Chance, Eindruck bei den Magistern zu schinden. Lambert, der einzige Novize, der bereit war, die berühmt-berüchtigte griesgrämige Magistra Besara Kalias, der Besens, auf eine Expedition zu begleiten. Wenn man das so hört, vergisst man, dass wir lediglich ein paar pyräische Uhren und eine Sonnenkiste abstauben sollen. Wie dem auch sei, wie geht es dir? Ich wette, du denkst an nichts anderes als an die Prüfung. Eine Schande, dass Bartha allen Ernstes dieses Hexenweib zugelassen hat anstelle von Clara. Aber gut, wir wissen ja alle, dass seine Wegestreue sich auf den täglichen Gang zum Schnapsverkäufer beschränkt. Ich bin in Gedanken bei dir. Wenn du diese Prüfung nicht schaffst, wer dann? Ja, und damit war Kalia vermutlich gemeint. Hier ist wieder so ein Schirat. Leichte Rüstung. Ich könnte eigentlich mal 12 Stunden schlafen, ne? Dann hätten wir den ganzen Morgen, sonst müssten wir nachts dann wieder spielen. Ja. Es ist interessant, wenn man. Hier ist ja so Einstiegsgebiet, ne? Dass da halt solche Hinweise auf Personen sind, die halt so spät in der Geschichte quasi erst vorkommen, wie Kalia, ne? Weil jetzt ist es eindeutig, klar. Nur halt nicht zu dem Zeitpunkt, als man hier eigentlich hätte gewesen sein müssen. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Hier scheint der falsche Weg zu sein. Hier geht es in die Richtung dieses Sees. Das ist ja nicht ganz richtig. Und dann vielleicht doch eher irgendwo hier woanders abbiegen. Allgemein, das gefällt mir sehr bei Spielen, wenn,
irgendwo Referenzen gemacht werden. Also Referenzen bilden ist immer ein absoluter Pluspunkt. Das zeigt für mich auch, dass die Leute, die Entwickler, sich Gedanken zur Stringenz des Spiels machen. Wenn man halt irgendwo Hinweise findet, aber die müssen dann auch, das ist wichtig, die müssen umkehrschlüssig sein. Das heißt, wenn ich hier einen Hinweis finde, der fürs späte Spiel ist, dann darf der nicht spoilern, muss aber ein Rätsel aufgeben. Oder ein Rätsel aufgeben, was aber nicht zu groß ist, was nicht komplett verwirrend ist. Das heißt, man muss schon verstehen. Man muss schon verstehen, dass also was die Grundlage des Ganzen ist, aber ich muss nicht verstehen, was genau dahinter steckt. Das ist, finde ich, immer wichtig. Aber andersrum, wenn ich schon im späten Spiel bin und das dann entdecke, muss ich auf jeden Fall die Referenz sofort erkennen können. Und halt auch nicht irgendwie so Larifari, sondern es muss ja schon so eine bestimmte Deutung auch haben. Ne, das mit der Hexe und Kalia. Also, gefällt mir. Zweihandkampf, Lehrling, das ist alles gut, aber so, hier sind sie jetzt am Lager, aber jetzt die Frage, was ist da Magical Symbols, ne? Ist das wirklich bei dieser Küste? Ich kann es mir nämlich irgendwie nicht vorstellen. Tatsache doch. Komme ich da irgendwie anders hoch wieder? Ich habe relativ wenig Lust, alles wieder hochzulaufen. Okay. Na, warte mal. Ich hab doch hier das Banditenlager. Ich kann einfach nicht, weil ich die Schnellreise nicht habe. So. Ich verstehe es nicht. Warum ist die nicht? So. Sonst hätte ich nämlich einfach gesagt, ja, ich reise schnell einfach da hoch. Jetzt muss ich hier irgendwie zu dieser Schloss, vermute ich mal. Da muss ich irgendeinen Weg finden. Irgendwas, wie ich da hochkomme, ja. Okay. Was? Geofort-Klippe. Okay. Auch interessant. Auf jeden Fall. Scheint auch der richtige Weg zu sein. Goldfurtklippe, so ist das. Weil es sieht so aus, als wäre das einfach so eine Art Serpentine, die sich halt hier um den Berg hoch schlängelt. Ein Nürnwurz. Das nehme ich mit. Ich nehme nicht alle Alchemie-Zutaten mit. Das wird zu viel. Okay, da ist eine Leiche. Was soll man das sagen? Die ist so groß, habe ich das Gefühl. Shit. Piraten, yo ho. Alter. Das ist auch mal wieder so. Einfach so, aber übertrieben geil.
Schloss Goldfurt. Mit diesen Augen. Ein immer wiederkehrendes Symptom. Ihr spürt ein flaues Magengefühl in eurem Magen. Eine diffuse, mächtige Präsenz. Irgendetwas oder dessen Fehlen. Jedoch scheint sie daran zu hindern, Form anzunehmen. Was? Das muss mit diesem Schloss zu tun haben, vermute ich mal. Hochinteressant. So, irgendwo hier im Garten scheint noch eine Klaue zu sein. Eine Pranke. Ah ja. Das ist so ein typischer Ort dafür ja auch. Ja, ein Viertel haben wir schon so in etwa, ne? Der Ort ist ein bisschen gruselig hier. Das erinnert mich an so ein Cthulhu-Rätsel, was ich mal, also nicht Rätsel, so an so ein Cthulhu-Quest, den ich mal gemacht habe. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Das Schloss erinnert mich ein bisschen daran. Castle Goldfurt. Also Schloss Goldfurt. Eine sehr außergewöhnliche Stimmung hier drin. Der ist auch so rot, das ist doch nicht normal, oder? Benötigten Schlüssel, die ganzen Burgfriede, okay. Die haben vermute ich mal auch nichts dabei. Naja, das wäre auch zu einfach gewesen. Teller, aber kein Essen. Alter, das ist ein bisschen sehr creepy. Ich habe nirgendwo ein Weiterkommen. Hochinteressant auf jeden Fall. Es ist alles. Wow, gerüsteter Verlorener. Ja, wir sind halt sehr stark anscheinend. Süß. So eine Mini-Staffelei. Der Bergfried. Alles braucht einen Schlüssel hier. Aber den haben wir nicht. Bücher. Noch mehr Bücher. Das Problem ist, wie kann ich hier weitermachen, wenn ich keine Schlüssel habe? Ne, der hatte keinen. Und hier ist auch nur der Bergfried, naja. Ich kann es nicht knacken, ich brauche einen Schlüssel. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht das Bild. Auch ein Schlüssel. Wie kann ich hier in diesen Raum kommen? Das kann doch nicht sein, oder? Messer, Gabel. Übersehe ich vielleicht irgendwas? Irgendein Hinweis, irgendein Objekt, ein Schloss oder irgendetwas, was jetzt hier weiterführt.
ich nicht knacken? Besen. Kann ich auch nicht knacken. Der Hammer. Hier ist nichts. Das einzig Interessante ist hier. Aber ich sehe nichts. Kein Hebel oder ein versteckter Schalter. Nichts. Ist alles sehr, sehr, sehr sonderbar. Guck mal gerade was nach. Ihr seht das ja auch, glaube ich. Ob das vielleicht einfach questrelevant ist und ich dann nicht weiter kann. Okay, es gibt anscheinend, wie wir ja gerade gesehen haben, einen Schlüssel draußen. Okay, dann probieren wir das nochmal, würde ich sagen. Interessant. Wow. Alter. Dieser Schrei war gerade ein bisschen creepy, würde ich schon sagen. Castle Goldenfort. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt sind wir hinter dieser Gittertür. Kann das sein? In dem Raum. Hätte ich auch zwar selber irgendwie drauf kommen können, aber okay. Was haben wir hier? Okay. Irgendwie so ein komisches Gefühl hier. Oh, ein magisches Symbol. Okay, da ist nichts. So. Okay. Ja, der hat's ja nicht lange gehabt, ne?
Hallo. Ich muss immer bei den dickeren gucken, ob die vielleicht einen Schlüssel dabei haben. Ich glaube nämlich manchmal, dass dem so ist. Eine Fackel nur. Ein paar Groschen. Das Goldfurt-Bestandsbuch. Ihr könnt mit wenigen Blicken erkennen, dass es sich zweifellos um ein Register von Lieferungen handelt. Auf den letzten Seiten finden sich eine zusätzliche Notizen, bevor die Aufzeichnungen mitten im Satz enden. 3 Tonnen Fisch, 4 Hühner, einige Säcke mit Mehl und Getreide, 2 Fässer Wein, Rechnung bezahlt. Anmerkung: Bruder Elon, unser weisestes Mitglied hat angeordnet, die Bestellung zu reduzieren. Die Kranken nehmen nicht mehr als halbe Rationen zu sich. 5 Räder Käse. Also, keine Lieferung, keine Rechnung. Okay, Anmerkung. Gräfendal Goldfurt hat angeordnet, dass wir diese Hallen nicht länger bewohnen werden. Sie sind zu gefährlich, um hier noch länger zu verweilen. Verpflegung bis zur Abreise und für die Besprechung erfolgt durch Restbestände. Okay, zu gefährlich. Wer soll damit das sagen? Na. Hier ist ja sonst nichts. Das ist einfach nur das Weinlager, wie ich es jetzt mal gerade nennen will. Ich weiß nicht, was in den Fässern gelagert ist. Es könnte auch Essig oder Benzin. Keine Ahnung, alles sein eigentlich. Wo sind wir hier? Okay. Hinter irgendeinem Brunnen. Scheinbar. Eichenhaut. Kleiderschrank. Auch nix. Weiter hinein. Oder wäre hinab besser? Okay. So. Puh. Man weiß ein bisschen nicht, was hier so ist, ne? Das ist so ein beklemmendes Gefühl, finde ich. Kein irgendwie Schlimmes, sondern so, also ein beklemmendes, so wie bei Slender, finde ich. Ah ja, genau. Wir befinden uns hier jetzt hinter dieser Gittertür. Stab des Frostbisses, den Schlüssel haben wir auch. Okay. Okay, damit müssten wir jetzt in den Bergfried kommen. Ich mache mal ein bisschen Überlänge heute, weil sonst hätte ich so wenig geschafft in dieser Folge. Und das sind ja eh nur so Lauffolgen, da kann ich auch mal die Überlänge machen einfach. Okay. Oh mein Gott. Hallo? Ein leeres Papier. Bücher. Aber. Oh, hi. Sowas mal wieder. Leere Pergamente. Ei, ei, ei. So, da gehe ich raus. Das ist auch nicht richtig. Von da oben greift er mich an.
Ich habe ja immer noch irgendwie das Gefühl, dass in diesen Büchern irgendwas ist, was ich jemals brauchen werde. Heilige Orden habe ich alles schon. Das wird übrigens auch noch je nach kommen, diese Vorlesefolgen von den Büchern. Beziehungsweise ich werde sie. Also das werden sehr lange Überlänge Folgen. Das werden, ja, ich werde immer zu jedem Buch Band halt was machen oder halt bei einzelnen Büchern auch Chroniken von Goldfurt. Okay. Wow, Dora Galdei Goldfurt. Ha. Okay. Wer bist du? Oh mein Gott. König Listern. Der geografische Überblick habe ich schon. Die Psionik habe ich auch. Kalter Blick des Rattenfängers. Alter. Die Chroniken von Goldwood. Dies sind die letzten Zeilen, die ich vorerst in unserer Chronik festhalten möchte, um ein wenig Klarheit in das Dunkel zu bringen, welches uns seit geraumer Zeit immer fester in seinen düsteren, nebligen Klauen hält. Mein Beschluss steht nun fest. Wir verlassen Goldfurt. Wir, die Bewohner dieses Schlosses, verstehen uns auf heilende Kräuter und lebensspendende Magie, aber das Heft eines Schwertes hat wohl kaum einer von uns jemals in seinen Händen gehalten, weshalb ein Kampf unmöglich wäre. Auch ist es zu spät, nach Hilfe zu rufen, denn ich bin nicht bereit, noch weitere Wochen auf einen Boten aus Ark zu warten und dabei noch mehr Männer und Frauen zu verlieren. Das Unheil haben wir uns am Ende vielleicht sogar selbst zuzuschreiben, auch wenn ich bisher nur Vermutungen anstellen kann, denn diese absonderliche Krankheit, die durch das Gemäuer streift, hat bisher noch nicht ihr Gesicht gezeigt oder einen von uns lang genug bei Verstand gelassen, um unsere Magie zum Schutz wirken zu lassen. Die Krankheit ist unkontrollierbar und breitet sich in einer so raschen Geschwindigkeit wie ein Lauffeuer aus, sodass wir kaum hinterherkommen, alle Betroffenen zu Grabe zu tragen. Es besteht ein zu hohes Risiko. Wir werden heute unser letztes Mal in diesen Hallen einnehmen und dann ohne zu zögern verschwinden. Ist so krank. Ein Ambrosia. Ein Ring. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ja. Lol. Aber das war alles? Das hat doch nicht das Rätsel gelöst, oder? Aber ich glaube schon, dass das alles war. Ich mit die Enzyklopädie Arcania. Das war scheinbar alles bei diesem Schloss Goldfurt. Interessant. Also nicht uninteressant auf jeden Fall. So. Sonnenkiste. Alter. Jedes Mal aufs Neue. So, das haben wir. Hiermit ist sogar ein großer Teil jetzt abgedeckt. Ich würde sagen, wir machen mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.